Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie hören meine Stimme. Ich konnte letzte Woche gar nicht mehr sprechen und werde, also wenn ich dann zu leise spreche, dann müssen Sie sich einfach bei mir melden. Ich wollte mich zunächst einmal sehr herzlich bei den Organisatoren bedanken für diese für mich sehr anregende Einladung, über ein Projekt zu sprechen, das gerade also bei noch im Entstehen ist und das ich eben mit also einigen meiner Mitarbeiter in Halle zu entwickeln versuche. Ich gehe dann gleich in medias res und fange einfach mit dem mit der kurzen Darstellung des Themas an. Das 18. Jahrhundert wird oft als das Laboratorium einiger Grundbegriffe unseres modernen Literaturverständnisses wahrgenommen. Zwischen der Querelle des Anciens et des Modernes und den literarischen Debatten der Zeit um 1800 sind eine Reihe von Schlüsselbegriffen erarbeitet worden, die über alle strukturalistischen und poststrukturalistischen Ansätze hinaus unser Denken über Literatur heute noch prägen. Dazu zählt unter anderem der Begriff des Autors, der etwa zwischen der Einführung des Copyrights 1710 in England und der Gründung der Société des Auteurs durch Beaumarchais im Jahre 1777 in Frankreich, gefolgt von der Anerkennung des Droit d'Auteur durch die revolutionären Gesetze der 90er Jahre, sich allmählich, also der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts, meine ich, sich allmählich als eine soziologische, ökonomische und juristische Größe etabliert, eine Entwicklung, die untrennbar von der Formierung einer neuen Öffentlichkeit ist. Parallel zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung und eng auch damit verbunden, verläuft der Aufstieg des Originalitätsbegriffs, der als Kriterium für die Bewertung von Literatur und der Künste überhaupt eine immer größere, in diesem Ausmaß bisher unbekannte Bedeutung erhält. Ein drittes Phänomen in dieser groben, sehr groben Skizzierung der strukturellen Tendenzen, die über alle Unterschiede zwischen den einzelnen Nationalsprachen und Kulturen hinaus sich im 18. Jahrhundert europaweit abzeichnen, muss schließlich die sich vollziehende Trennung, und die ist für Frankreich ganz wichtig, zwischen Literatur oder schöner Literatur einerseits und Gelehrsamkeit genannt werden, also l'honnête homme, le pédant, eine Trennung, die dazu beigetragen hat, dass Literatur zunehmend ein in sich geschlossenes, autonomes Feld wahrgenommen wurde. Ziel meines heutigen Vortrags ist es, diese drei Begriffe, Autor, Originalität und Literatur, vor dem Hintergrund einer Lese- und Schreibpraxis zu untersuchen, die sie geradezu zu ignorieren, ja zu negieren scheint, nämlich das Exzipieren. Seit der Renaissance wurden die europäischen Gelehrten für gewöhnlich angehalten, Exzerpthefte, mit anderen Worten, Sammlungen von Aufzeichnungen, die gelesenen Texten entnommen sind, anzulegen. Die allzeit verfügbaren Exzerpthefte, die bei jeder Lektüre mit neuen Einträgen angereichert werden konnten und werden mussten, nahmen gelegentlich den Umfang von ganzen handgeschriebenen Bibliotheken ein. Im gelehrten Umgang mit Texten erfüllten diese Exzerpte zwei zentrale Funktionen. Sie dienten einerseits als Speicher von Zitaten, Tropen, Ideen, die bei anderen fremden Autoren gepflückt wurden. Andererseits wurden sie auch als Steinbruch ausgewertet, denen sich wertvolle Baumaterialien für die Herstellung eigener Texte, eigener Werke entnehmen ließen. Über zwei zentrale Aspekte der Produktion, also von Text, geben die Exzerpthefte wichtige Aufschlüsse. Dokumentiert wird einerseits selbstverständlich die Lesetätigkeit des Exzerpierenden. Sie belegen natürlich die Vertrautheit des Lesenden mit diesem oder jenem Autor, seine Vorliebe für dieses oder jenes Thema. Doch lassen sie sich keinesfalls auf diese Funktion als Register von gelesenen Werken, als Quellenverzeichnisse beschränken. Sie bilden auch die Keimzelle
für die eigene Schreibarbeit, erlauben also einen Einblick in die Werkstatt des Schreibenden. Allem Anschein nach lässt sich nun die Exerpierkunst mit den vorhin genannten begrifflichen Neuerungen des 18. Jahrhunderts Autor, Originalität und Literatur schwer vereinbaren. In der Tradition der Exerpierkunst gibt es weniger Autoren als vielmehr Kopisten, die auf die Texte anderer zurückgreifen, um sie ihren eigenen Produktionen einzuverleiben. Maßgeblicher Wert des Exerpiers ist nicht die Originalität, sondern zunächst einmal in einem ersten Schritt die Reproduktion bzw. adäquate Kombination von Wörtern, Sätzen, Tropen, Ideen, welche er anderen Texten entleiht. Schließlich ist die Exerpierkunst eine Praxis, die sich in der früheren humanistischen Periode als unumgängliche Methode zur Speicherung und Verwertung von Wissen etablierte und als solche in verschiedenen europäischen Sprachräumen, insbesondere in Frankreich, aber auch natürlich in Deutschland, England, Italien, als Inbegriff der Gelehrsamkeit bzw. der Pedanterie im Gegensatz zur schönen Literatur wahrgenommen wurde. Wie steht es nun also, und das ist jetzt meine jetzige Frage, mit den exerpierenden Schriftstellern des 18. Jahrhunderts? Mit Winckelmann, Herder, Lichtenberg, Heinse und Jean-Paul, den ich auch für das 18. Jahrhundert so annektiere. Das heißt, mit jenen Autoren, die ein beträchtliches Exerpt-Magazin zusammengestellt und für ihre eigene schriftstellerische Arbeit ausgewertet haben. Nicht zu sprechen von weiteren Figuren der europäischen Literatur, die wie etwa Montesquieu oder Shaftesbury in England, die also in einem anderen kulturellen Kontext ähnliche Textspeicher aufgebaut und benutzt haben. Gegenstand meines Vortrags ist es, vor dem Hintergrund solcher handschriftlichen Quellen nach dem Verhältnis des Schriftstellers zum Kopisten beziehungsweise des Kopisten zum Schriftsteller zu fragen, wenn beide, wie es eben in bei diesen Schriftstellern jetzt der Fall ist, in derselben Person vereint sind. Wie verhält sich also Originalität zur Kopie, der Autor zum Abschreiber bei exerpierenden Schriftstellern? Sind die Pole dieser jeweiligen Begriffspaare als antithetisch oder als komplementär zu betrachten? Inwiefern kann also die Untersuchung exerpierender Praktiken, die den von einer ganzen Tradition, also literaturwissenschaftlicher Theoretiker wie Julia Kristeva, Gérard Genette, Roland Barthes und vielen Nachfolgern, also inwiefern kann die Untersuchung exerpierender Praktiken den geprägten Begriff der Intertextualität neu beleuchten und damit die lange Kette der textuellen Tradierung in der Gesamtheit ihrer Formen sichtbar machen. Für solche Fragestellungen erweisen sich viele Schriftsteller des 18. Jahrhunderts als besonders interessant, indem sie in ihrer Arbeitsmethode einer alten Tradition des Lesens und Schreibens verpflichtet bleiben, die alten Praktiken aber mit einem neuen Verständnis von Literatur und Autorschaft zu vermählen versuchen. Ich werde meinen Vortrag, in drei Teile gliedern. In einem ersten Schritt soll der Traditionszusammenhang analysiert werden, in dem die Lese- und Schreibmethode des Exerpierenden eingebettet ist. In einem zweiten Schritt werde ich der Frage nachgehen, wie sich die Exerpiertätigkeit auf die Schreibtätigkeit einiger Schriftsteller des 18. Jahrhunderts ausgewirkt hat. Mit anderen Worten soll gefragt werden, ob diese besondere Form des Lesens eine besondere Form des Schreibens mit sich bringt und wenn ja, welche. Und schließlich werde ich untersuchen, wie die Lesepraxis des Exerpierens sich zu einigen Kernbegriffen unseres Literaturverständnisses, Autor, Original und Originalität, Nachahmung, Kopie, Erfindung, Plagiat, verhält und weshalb in der modernen Literaturwissenschaft den Exerpten immer noch nicht die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die ihnen in meinen Augen gebührt. So, ich fange jetzt mit dem ersten Punkt an. Im 18. Jahrhundert konnte die Kunst des Exerpierens auf eine lange Tradition zurückschauen.
In der Antike wurde sie schon intensiv gepflegt, so etwa von Plinius dem Älteren bei der Arbeit an der Historia Naturalis, wie sein Neffe berichtet. Ein Buch wurde vorgelesen und er, Plinius der Onkel, also Plinius der Ältere, machte Notizen und Auszüge. Er las nämlich nichts, ohne Auszüge zu machen. Ja, er pflegte zu sagen, kein Buch sei so schlecht, dass er nicht irgendwie nützen könne. Im Mittelalter wurde diese Technik in unterschiedlicher Gestalt wieder aufgenommen. Und mit Aufbruch der Neuzeit erfreute sie sich besonderer Beliebtheit. Wie viele Spezialisten für die Renaissance und die Frühneuzeit gezeigt haben, darunter zum Beispiel Anne Blair in ihrem Buch Too Much to Know, regten die Erfindung des Buchdrucks und die damit einhergehende Vervielfältigung der gedruckten Werke den Gelehrten dazu an, Exzerpthefte anzulegen, also im 16. Jahrhundert. Diese Notizenspeicher ermöglichen es, der exponentiell steigenden Masse der gelesenen und nachgeschlagenen Werke überhaupt Herr zu werden. Meistens wurden diese Exzerpte mit eigener Hand angelegt. Diejenigen Gelehrten, die über die entsprechenden Mittel verfügten, überließen die Mühen des Exzerpierens einem Sekretär, wie hier zum Beispiel Montesquieu. Montesquieu hatte selbst sehr viele Exzerpte verfassen lassen. Von den 52 Bänden seines Exzerpthefte aus seinem Nachlass sind leider nur noch zwei übrig geblieben, darunter eben diese beiden aus der Bibliothek von Bordeaux. Diese Hefte wurden als kostbares Gut betrachtet. Nicht selten wurden sie sogar in der frühen Neuzeit als regelrechte Waren gegen Geld ausgehandelt. Jeder angehende Gelehrte wurde dazu angehalten, seine Hefte zu bereichen und damit sein Kapital zu erhöhen. Interessant ist die immer wiederkehrende Metapher des Kapitals zur Bezeichnung dieser Exzerptmagazine. Eine Metapher, die zwangläufig an Bourdieus Begriff des symbolischen und materiellen Kapitals denken lässt. Schon Cicero setzt in seiner Rede für den Schauspieler Quintius Roscius die Exzerptsammlungen des Gelehrten mit der Kladde des Kaufmanns gleich, das heißt mit einer Art Kassenbuch, in dem die Ein- und Auszahlungen Tag für Tag eingetragen werden. Auf diesen Bildkomplex greift Lichtenberg im 18. Jahrhundert zurück und variiert dabei möglicherweise gerade einen Gedanken, den er in Ciceros Rede für den Schauspieler Quintus Roscius exzerpiert hat. So schreibt Lichtenberg: Die Kaufleute haben ihr Wastebook, Sudelbuch, Glitterbuch, glaube ich, im Deutschen. Darin tragen sie von Tag zu Tag alles ein, was sie verkaufen und kaufen. Alles durcheinander, ohne Ordnung. Aus diesem wird es in das Journal getragen, wo alles mehr systematisch steht. Und endlich kommt es in den Ledger als a double in trends, nach der italienischen Art Buch zu halten. In diesem wird mit jedem Mann besonders abgerechnet, und zwar erst als Debitor und dann als Kreditor gegenüber. Dieses verdient von den Gelehrten nachgeahmt zu werden. Ich breche hier ab. Die Exzerpte sind also für Lichtenberg Waren, über die der Gelehrte nach dem Vorbild des Kaufmanns minutiös Buch führen muss, indem er auf der einen Seite einträgt, was er kauft, und auf der anderen Seite, was er verkauft, also was er eben gelesen hat bei einem anderen und was er dann eben von sich gibt als eigener Textproduktion. Um die kaufmännische Metapher aufzugreifen, könnte man sagen, dass diese Sammlungen in gewisser Weise die finanzielle Bilanz des Soll und Haben darüber ermöglichen, was sich der Kopist von anderen leiht und was er im Gegenzug produziert. Ein solches Kapital musste sorgfältig aufbewahrt werden, damit es auch die erhofften Zinsen einstreichen konnte. Um sich des Wertes dieser Exzerptkonvolute zu versichern,
genügt es, die genauen Anweisungen zu lesen, die Jean-Paul 1812 seiner Frau Caroline hinterließ, bevor er das Haus für eine mehrtägige Reise verließ. Auf einem Zettel mit dem Titel »Täglich durchzulesen« steht unter Punkt 2 folgende Anweisung: »Bei Feuer sind die schwarz eingebundenen Exzerpte zuerst zu retten.« Die 18 Exzerptbände, die er in seiner Jugend zwischen 1778 und 1781, also innerhalb nur 3 Jahre, anlegte, sahen schon äußerlich als wie regelrechte Bücher aus. Hier zum Beispiel eben das handschriftliche Titelblatt zu Jean-Pauls ersten Exzerptband, verschiedenes aus den neuesten Schriften, das er eben auch wirklich selbst angefertigt hatte. Winckelmann legte einen ähnlichen Wert auf seine Hefte, die er mit größter Sorgfalt anlegte. Abbildungen zeichnete er gerne nach, wie hier zum Beispiel in der französischen Übersetzung von Vitruvs Büchern über die Architektur durch Claude Perrault, also ein Kapitell, hat er dann genauestens nachgezeichnet. Manche Stellen versah er am Rand mit alphabetischen Verweisen. Ich habe leider zu Winckelmann, über den ich viel gearbeitet habe, habe ich also Bilder unterschiedlicher Qualität. Das sind die Bilder, die wir für die Ausstellung gewinnen konnten. Einige haben wir leider eben, also habe ich aus meinem Fundus leider eben nur in dieser Form, also naja, ich bitte um Entschuldigung, ja. Gut, also manche Stellen versah er am Rand mit alphabetischen Verweisen, wie hier zum Beispiel aus diesen Exzerpten aus Hamburg, also jetzt in Hamburg aufbewahrt. Er unterstrich die wichtigen Stellen, zeichnete bei Bedarf die verblichenen Buchstaben nach, allerhand Anzeichen einer minutiösen Gestaltung und häufigen Verwendung. Als er 1755 nach Rom zog, waren diese Hefte seine wichtigste, man kann ja eigentlich sagen, seine einzige Ausstattung. Als er noch als Sekretär des Grafen von Bünau in Nötnitz arbeitete, schickte er mit Stolz einige dieser Hefte an Freunde, die keinen Zugang zu guten Bibliotheken hatten, und wurde äußerst unruhig, wenn das kostbare Gut zu lange ausblieb. Winckelmann hat insgesamt, der größte Teil dieses Nachlasses ist in der Bibliothèque Nationale de France in Paris aufbewahrt, und da sind circa 7500 Seiten. Mit dem Begriff des Kapitals sind diese Exzerpthefte schließlich insofern eng verbunden, als sie aus dem Traum oder aus dem Trieb entstehen, sich das gelesene Buch auf eine äußerst persönliche Weise anzueignen. Einem leidenschaftlichen Exzerptor wie Winckelmann ist das Kopieren die unerlässliche Bedingung zur wahrhaften Inbesitznahme des Buches. Für ihn erschöpft sich der Besitz eines Buches nicht damit, dass der gedruckte Band gekauft, gelesen und neben anderen Büchern in einem Regal eingestellt wird. Ein Buch besitzen bedeutet vielmehr, den gedruckten Text kopieren, die unpersönlichen Buchstaben des Druckmaterials in eigene Handschrift verwandeln, die anonyme Einheit des Verlagsprodukts also nach eigenen Regeln umorganisieren. Erst wenn man sich das fremde Buch auf diese höchst persönliche Weise angeeignet hat, kann man sich wirklich als dessen Besitzer betrachten. Gedruckte Bücher besaß Winckelmann in Deutschland nur recht wenige, aber anscheinend reichte ihm diese bloß äußere Form des Besitztums nicht, denn aus den wenigen Werken, die er in Druckform besaß, machte er auch Exzerpte. Viele von Winckelmanns Exzerptheften zeigen, wie wichtig ihm der Moment der bloß manuellen Kopieraktivität war. In einem Heft, das er in den späten 30er, frühen 40er Jahren entstanden, sein dürfte, stehen ganze Auszüge aus Gedichten des Anakreon in säuberlicher Schönschrift, wie Sie hier sehen. Winckelmann schreibt hier, als gelte es, wie bei mittelalterlichen Kopierarbeiten, die Textvorlage einwandfrei und schön abzuschreiben.
Seine leidenschaftliche Begeisterung für die griechische Sprache, die in Deutschland früh erwacht, ist ursprünglich mit der Faszination für die bloß plastischen Formen griechischer Schriftzeichen eng verbunden. Gerne bekundete Winckelmann seinen Widerwillen gegen die verhungerten, schreibt er, und schäbigten Konturen der zeitgenössischen griechischen Edition, wo, ich zitiere hier weiter, kein Licht und Schatten mehr zu finden war, und hegt große Bewunderung für die Typografen des 16. Jahrhunderts, die wie Robert Etienne den griechischen Buchstaben eine wahrhaft künstlerische Form zu geben verstanden. Ich werde einige nicht bemerkte Stellen sonderlich aus dem Plato und Aristoteles griechisch in den Noten drucken lassen, schreibt er. Ich wünschte aber, dass man schöne Lettern haben könnte. Dieses würde mich bewegen, noch eine und die andere zuzusetzen. Es war der gute Geschmack in dieser Zeit, seit Robert Stefani Zeit in der Welt verloren. Es ist kein Licht und Schatten mehr in den griechischen Buchstaben. Schönschreiben gehörte übrigens zu den wichtigsten Qualifikationen eines Bibliothekars. Bereits 1753 lobt Kardinal Passionnet, einer der Mäzene Winckelmanns, die Eleganz von Winckelmanns griechischer Handschrift. Man hat mir die Stelle eines Bibliothekarii bei dem Kardinal Passionnet angetragen, schreibt er in einem Brief. Er hat meine griechische Hand gesehen, die man vor einiger Zeit, ich wusste nicht wozu verlanget. Sie hatten ihm gefallen und er hat an den Herrn Nunzion geschrieben, meine Reisegelder soll ich hier erhalten. Also das war eigentlich sozusagen für ihn der Reisepass nach Italien. Gerade wegen dieser manuellen Fähigkeit als Schreiber wurde Winckelmann von seinen verschiedenen Dienstherren eingestellt, also Heinrich von Bünau, Kardinal Aquinto, Kardinal Albani auch später. Auf einem Blatt, das wohl aus der frühen deutschen Zeit stammt, springt dem Betrachter ins Auge, mit welcher Lust Winckelmann sein Schriftbild pflegte. Mit einem wilden Fiedezug verwandelte er eine simple Majuskel in eine auslande Arabeske mit Schwüngen, Verdickungen und Haarlinien. Wie seien nun, das wäre mein zweiter Punkt, diese Exzerptsammlungen aus? Wie wurden dort die Exzerpte aufbewahrt und geordnet? In der frühen Neuzeit nahmen die Exzerpthefte verschiedene Formen an, unter denen man zwei Hauptgattungen unterscheiden kann. Die nach einer festen Taxonomie organisierten Exzerptsammlungen, welche oft als Collectanea bezeichnet wurden, und die Sammlungen, in denen die Exzerpte ohne sichtbare Ordnung nacheinander aufgeschrieben wurden, oft Miscellanea oder Adversaria genannt. Wobei man wirklich aufpassen muss. Eigentlich ist diese Terminologie im 18. Jahrhundert zum Teil unscharf geworden. Auf diese Unterscheidung zwischen also Collectanea auf der einen Seite und Miscellanea oder Adversaria auf der anderen Seite weist etwa Friedrich Andreas Halbauer, jener Professor für Poesie und Eloquenz, in seiner vielgelesenen Anweisung, die ich hier zeige, Anweisung zur verbesserten deutschen Oratorie hin, aus dem Jahre 1725. Dabei eben muss man noch einmal betonen, dass diese Terminologie noch sehr variabel ist in dieser Zeit. In den Collectanea, die in der frühen Neuzeit weit verbreitet waren, wurden die während des Lesens zusammengetragenen Zitate, Exzerpte also, in verschiedene Rubriken, die Loci, eingeordnet, die einem mehr oder weniger festen Klassifizierungsmuster entsprachen und das Wiederfinden der aufgeschriebenen Zitate erleichtern sollten. Diese Loci konnten zum Beispiel heißen Virtus,
Vitium, Sapientia, Stutitia, Fortitudo, Timor und so weiter. Die lange Tradition der Loci bot allerdings ein vielfältiges Arsenal von möglichen Rubriken an, in dem der Leser freie Hand hatte, Kategorien auszuwählen, die seinen Bedürfnissen am ehesten entgegenkamen. Am Ende des 17. Jahrhunderts empfiehlt der Schulpädagoge Christian Weise zum Beispiel, leicht verständliche Loci auszuwählen, unter welche die exzerpierten Stellen streng eingeordnet werden. Hier, Christian Weise, entschuldigen Sie. Im Gegensatz dazu folgten die Adversaria und Miscellanea Sammlungen einer weniger kodifizierten Ordnung. Sie wurden frei nach dem Prozess des Lesens angeordnet und waren daher stärker als die Collectanea vom lesenden Subjekt geprägt. In den Leseanleitungen des 17. Jahrhunderts tauchen diese flexibleren Klassifizierungsmuster mit zunehmender Eindringlichkeit auf. Diese Emanzipation war von einer vorgefertigten Systematik, ist eine Erscheinung europäischen Ausmaßes. Man begegnet ihr beispielsweise auch in England. Der Philosoph John Locke, der auch als Hauslehrer vom dritten Earl of Shaftesbury eine viel benutzte Methode Nouvelle de Dresser des Recueils verfasst hatte, rät zur Erfindung effizienter Rubriken, die den Bedürfnissen des Lesers streng angepasst seien. Interessant sind viele Schriftstellernachlässe des 18. Jahrhunderts, weil sie die verschiedenen Phasen dieses Entwicklungsprozesses von einem strengen Collectanea-Modell zu einem freieren Miscellanea-Modell widerspiegeln. Jean Pauls Exzerptsammlung bietet dafür ein sehr aufschlussreiches Beispiel an. Den Arbeiten Götz Müllers und Michael Wills zufolge, es gibt auch natürlich auch weitere Jean-Paul-Spezialisten, die sich damit beschäftigt haben, lässt sich Jean-Pauls Tätigkeit als Exzerpierer in zwei Hauptphasen zergliedern, die sich voneinander deutlich unterscheiden. In seiner Schüler- und Studienzeit exzerpierte Jean-Paul mit Vorliebe Rezensionen, deren Inhalt er mit dem Titel »Der rezensierte Schrift« genauestens wiedergab. Seine frühen Exzerpte aus dem Bereich der Theologie und Philosophie bestehen aus, ich habe hier ein Beispiel gezeigt, aus geschlossenen, oft längeren, meistens wortwörtlichen Zitaten aus dem gelesenen Buche. Hier zum Beispiel aus dem allem ersten Fastikel von Jean-Pauls Exzerpten, also Exzerpten, zweiter Band, 1778, Verschiedenes aus den neuesten Schriften, Auszug aus der Abhandlung von Ackermann über die Krankheiten der Gelehrten. Der Titel wird ausführlich zitiert, wie Sie gesehen haben. Diese Daten habe ich alle aus dem Würzburger Portal zu Jean-Pauls Exzerpten. Also die, wie Sie bemerken können, ist der Titel ausführlich zitiert und das Zitat selbst natürlich eben mit größter Genauigkeit auch wiedergegeben. Im Zuge seiner Weiterentwicklung als Schriftsteller gab Jean-Paul nach und nach seine Gewohnheiten als gewissenhafter Kopist sehr ausgefeilter Exzerpte allmählich auf. Mit anderen Worten verabschiedete er sich allmählich von der Collectanea-Tradition, um zur Praxis der Miscellanea überzugehen. Ab 1782 beginnen die miscellaneischen Exzerpte, deren Quellen in der Regel von Absatz zu Absatz je nach seinen damaligen Interessen und Schwerpunkten wechseln. Hier zum Beispiel ein Auszug aus seinen Exzerpten aus dem Jahre 1792 unter dem Titel Anekdoten. Nur gelegentlich findet sich ein längeres, geschlossenes, ausführliches Exzerpt in dieser Periode. Solche Veränderungen gehen im 18. Jahrhundert mit tiefgreifenden Wandlungen in der Gestaltung und in der Zielsetzung der Exzerptsammlungen einher. Verstärkt wird der Akzent auf die kritische Auseinandersetzung mit dem gelesenen Text gelegt. Die Exzerptsammlungen sollen nicht nur die interessanten Textstellen, sondern auch
alle interessanten Gedanken festhalten, die das gelesene Werk hervorruft. Darüber hinaus werden die Grenzlinien zwischen Collectanea und Miscellanea immer fließender. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts vermengte Wilhelm Heise zum Beispiel in seinen Exzerpten gerade hier aus Winckelmanns Geschichte der Kunst Zitate aus gelesenen Werken, wie hier eben Zitate aus der Geschichte der Kunst Winckelmanns, mit eigenen kritischen Kommentaren miteinander. Und zwar so eng miteinander, dass sie wirklich unentwirrbar wurden. Der immer häufigere Rückgriff auf eine persönliche Taxonomie der Exzerpte sowie auf subjektive Aufzeichnungen führte schließlich zu einer tiefgreifenden Umwälzung des früheren humanistischen Modells. Die Sammlungen von Exzerpten, ein Begriff, der nunmehr im weitesten Sinne verstanden werden muss, nahmen nun die mannigfaltigsten Formen an. Die Titel, die den Exzerptheften von ihren Eigentümern zugewiesen wurden, spiegeln diese Wandlung wider. Mit Bezeichnungen wie vermischte Einfälle, Schmier- oder Sudelbücher bei Lichtenberg, Sammlungen von Beobachtungen und Aussichten bei Herder, kamen diesen Heften neue Funktionen zu. Diese Exzerpte konnten sogar als Grundlage für eine besondere Art autobiografischen Schrifttums, als Arsenal von Aufzeichnungen zum eigenen Leben dienen. Winckelmann legte für diese subjektive Wende ein besonders aufschlussreiches Zeugnis ab. Im Jahre 1767, ein Jahr vor seinem gewaltsamen Tod, Winckelmann wurde in Triest ein Jahr später ermordet, verfasste er ein Heft mit dem Titel Collectanea zu meinem Leben, eine autobiografische Erzählung merkwürdiger Art. Mithilfe von unkommentierten Textstellen zum größten Teil antiken Autoren, die er seinem immensen Exzerptmagazin entlehnte, stellte er eine Liste von sentenzartigen Sätzen auf, die sowohl als Losungen, denn auch als kurze Beschreibungen des eigenen Lebenswegs fungierten. So seine Beziehung zur Stadt Rom schildert er mit anderen Worten von Martial. Das ist jetzt die Nummer 13. Sie können das, glaube ich, sehr schlecht lesen. Ich habe auch eine andere, kaum besseres Bild. Da steht bei Martial auf Latein, Nescis Dominae Fastidia Romae. Du kennst nicht den Hochmut der Herrin Roma. Seinen schweren Lebensweg beschreibt er mit den Worten Ovids, jetzt in deutscher Übersetzung, und meinem Leben ist ein hartes Gepräge gegeben. In dieser Autobiografie besonderer Art gibt es so gut wie keine Worte Winckelmanns selber. Nur aus den Zusammenflicken fremder Zitate ist dieses Selbstporträt entstanden. An diesen Collectanea zu meinem Leben, der Titel stammt ja eigentlich von Winckelmann, wird deutlich, dass das Exzerpieren von Werken anderer Autoren eine quasi existenzielle Bedeutung in Winckelmanns Werk besitzt. Für ihn ist schon das Exzerpieren fremder Texte ein Schreiben über sich selbst. Wie hat sich nun diese weit verbreitete Exzerpiertätigkeit auf die Schreibtätigkeit von Autoren des 18. Jahrhunderts ausgewirkt? Ich komme jetzt zum zweiten Punkt meines zweiten Punktes. Mit dieser Frage möchte ich eben diesen zweiten Punkt eröffnen. Von Anfang an wurden diese Exzerpthefte als Bestände konzipiert, die nicht nur das Gelesene aufbewahren, sondern auch neue Texte generieren sollten. Ein Produktionsprozess, der oft anhand der schon erwähnten kaufmännischen Metaphorik als Kapitalvermehrung umschrieben wurde. Diese Assoziation zieht sich durch das gesamte 18. Jahrhundert hindurch. Sie ist etwa bei dem französischen Schriftsteller Peter Wall in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu finden. Auf Französisch,
gebe danach auch eine Übersetzung auch ins Deutsche. J'exige d'un homme d'esprit, lorsqu'il emprunte quelques belles pensées, qu'il paye comptant avec usure, qu'il mette du sien le double de ce qu'il a reçu. Je veux qu'il fasse comme le diamant, qu'il ne reçoit pas un rayon de lumière, qu'il n'embellisse, qu'il ne multiplie. Diese Peter-Wahl-Stelle wurde wiederum von Hamann exerpiert, der die Welt der Händler, selbst Kaufmann, gut kannte und dieses Zitat im Tagebuch eines Lesers ins Deutsche übersetzte. Und zwar sehr gut übersetzte. Ich fordere von einem witzigen Kopf, dass er, wenn er seinen schönen, wenn er einen schönen Gedanken borgt, ihn brav mit Wucher wiederzahle und dass er von den Seinigen noch einmal so viel zulege, als er bekommen hat. Ich verlange von ihm, dass er's wie der Diamant machen soll, der keinen Lichtstrahl auffängt, den er nicht verschönt und vervielfältigt. Die Gleichsetzung der Exerpierpraxis mit der Buchführung ist keineswegs neu, wie wir schon gesehen haben. Diese Assoziation ist besonders häufig im Deutschen des 18. Jahrhunderts, wo die Begriffe Buchhalter, Buchhalterei und die Bücher führen, sich im gängigen Gebrauch auf die Aktivitäten des Kaufmanns beziehen, ebenfalls verwendet werden, um die Tätigkeit des Exerpierers zu bezeichnen. Bei vielen Autoren des 18. Jahrhunderts lässt sich dieses Streben nach Effizienz bzw. nach Rentabilität des Exerpierens an einigen formalen Merkmalen beobachten, wie etwa an der Länge der bibliografischen Präzision und an der thematischen Organisation der Exerptkonvolute. Als Winkelmann in Deutschland lebte und noch keine eigene Publikation ins Auge gefasst hatte, tendierte er dazu, breit angelegte Exzerpte über sehr verschiedene Themen und Wissensfelder, Geschichte, Medizin, antike und neuere Literatur und so weiter, ohne eindeutig erkennbare Ordnung nacheinander in seinen Heften aufzuschreiben. Seine Lexika-Exzerpte liefern ein eloquentes Zeugnis für dieses breit gefächerte, nahezu enzyklopädische Interesse. Das Dictionnaire Historique et Critique, also das historische und kritische Wörterbuch von Pierre Bell, las er in deutscher Übersetzung zweifach in seinem Gesamtumfang und dokumentierte seine intensive Lektüre durch zwei imposante, also ich zeige hier eben, das ist jetzt aus der Weiberhaar-Winkelmann-Ausstellung leider nicht mehr zu sehen, zwei imposante Exerptkonvolute, ein erster Exerptband, also das ist jetzt für Sie auf der rechten Seite, von ca. 800 Seiten, und zwei weitere Hefte, also davon nur einer, auf der linken Seite, von insgesamt 100 Seiten, die also in Exerpten aus Exerpten bestehen. Erst mit der Vorbereitung seiner ersten Veröffentlichung, die Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke im Jahre 1755, lassen sich bei Winkelmann kohärente Corpora, etwa zur französischen Querelle des Anciens et des Modernes, also hier, ja, in seinen Exerpten erkennen. Als er in Rom ankam und an dem Projekt der Geschichte der Kunst des Altertums zu arbeiten begann, wurden seine Exerpte bündiger und thematisch deutlicher auf die antiquarischen Wissenschaften fokussiert, wie zum Beispiel diese Exerptseite zeigt. Also da sieht man auch ganz gut die Trennlinien zwischen den verschiedenen Themen und vor allem zwischen den verschiedenen Autoren. Welches waren nun die Wege und Modalitäten der Auswertung solcher Lektürespeicher für das eigene Schreiben? Darauf lässt sich angesichts der vielfältigen Nachlässe, die ich ins Auge gefasst habe, auf mannigfaltige Weise antworten. Der Weg, der den Schriftsteller vom Exerpieren zum Schreiben führt, fängt allerdings meistens mit derselben Geste an, und zwar mit der Herstellung von Katalogen, Registern und Inhaltsverzeichnissen seiner Exerpthefte, anders gesagt mit der Produktion von Ordnungssystemen, die das Wiederfinden und die Verarbeitung der fremden Exerpte für die eigene Schreibtätigkeit ermöglichen. Bezeichnend dafür sind etwa die zahlreichen Versuche Winkelmanns, Kataloge oder Verzeichnisse seiner eigenen Exerptbibliothek herzustellen. Als das Projekt seiner
seines größeren Werkes, also der Geschichte der Kunst des Altertums, kurz nach Beginn seines römischen Aufenthalts Gestalt zu nehmen anfängt, beginnt auch Winckelmann an einem Katalogus seines Exerp-Magazins zu arbeiten, wie Sie hier sehen. Das ist die erste Seite. In derselben Zeit unternimmt er es, seine bisherigen Exerpte unter bestimmten Rubriken zu klassifizieren. Hier zum Beispiel Antiquitatis, also wie Winckelmann immer, viele Sprachen durcheinander en general. Unter dem Titel Collectanea ad Historiam Artis, also für die Geschichte der Kunst, versammelt er zum Beispiel Exerpte aus Pausanias, Strabo, Lucian, Plinius, die er dann in immer feinere Kategorien einzuordnen versucht. Architektur, Olympische Spiele, Ursprünge und Verfall der Kunst, griechische Freiheit und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel ein für Winckelmann sehr wichtiger Begriff, Libertas Graeciae, also die Freiheit der Griechen, Griechenlands. Den bloßen Schlagwörtern, unter die die Exerpte subsumiert werden, lässt sich schon eine Art gedankliches Gerüst zum kommenden eigenen Werk entnehmen, wie beispielsweise eben gerade jetzt eben bei dieser Rubrik eben die das Thema einer Verschränkung zwischen Kunstblüte einerseits und Freiheit bei den Griechen andererseits. Das bloße Sortieren und Registrieren der Exerpte kann damit als die allererste Phase der persönlichen Schreibarbeit betrachtet werden. Noch deutlicher ist allerdings diese Verbindung von Exerptkatalog und Schreibarbeit bei einem Schriftsteller wie Jean-Paul. Um die Orientierung in seinen gewaltigen Exerptmengen nicht zu verlieren, bemühte sich Jean-Paul um die Erarbeitung von ausgeklügelten Ordnungssystemen, die allmählich zu einem monumentalen Erschließungssystem heranwuchsen. Er fing damit an, die einzelnen Exerptbände und ab 1796 die einzelnen Exerpte zu nummerieren. Dann stellte er alphabetische Schlagwörter einzelner Exerptbände, wie hier zum Beispiel das Register über die vorzüglichsten Sachen in den Exerpten aus den neuesten Schriften. Also in diesem Register hat er die ersten 5 Bände seiner früheren Exerpte erschlossen. Jean-Paul wurde aber allmählich mit der Herausforderung konfrontiert, die Übersicht über seine Register nicht zu verlieren und stellte daher auch Register von Registern her, die er für das Auffinden und Weiterentwickeln Metaphern oder von Ideen in seinen eigenen Texten benutzte. Und zu seiner Orientierung im Raum fertigte er schließlich ein Repositorium von Registern an, das Sie eben hier sehen. Aber natürlich bleibt es uns irgendwie verschlüsselt, weil wir auch den Raum wirklich nicht mehr visualisieren können, wo diese Exerpthefte sich auch befanden. Die Herstellung von solchen Registern erhält damit eine zentrale Bedeutung. Sie ist oft das erste Signal dafür, dass das Exerpt-Magazin nicht mehr auf die bloße Reproduktion von fremden Kenntnissen zielt, sondern auf die Produktion des eigenen Diskurses. Mit der Herstellung von Registern kann die Exerpt-Sammlung beginnen, sich in eine eigentliche Schreibfabrik zu verwandeln. Wie wird nun in dieser Schreibfabrik gearbeitet? Lassen sich in diesen Werken exerpierender Schriftsteller Gemeinsamkeiten erkennen, die auf den gemeinsamen Rückgriff auf Exerpte zurückzuführen sind. Es wäre sicherlich sinnlos, die vielfältigen inhaltlichen, stilistischen Modalitäten der Auswertung dieser Lesespeicher in eine strenge Typologie zusammenfassen zu wollen. Unter zahlreichen Schriftstellern des 18. Jahrhunderts lassen sich allerdings einige Gemeinsamkeiten beobachten, die möglicherweise gerade auf diesen gemeinsamen Umgang mit Exerpten zurückzuführen sind. Dazu gehört eine deutliche Vorliebe für aphoristische Formeln, gnomische Redewendungen, einprägsame Ausdrücke. Dies ist sowohl in Lichtenbergs Schriften als auch in Heinzes oder Jean-Pauls Werk der Fall. Ein sicherlich aufschlussreiches Beispiel dafür liefert dann wiederum einen Text von Winckelmann, und zwar seine Erstlingsschrift, die Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke. Der Text fängt so an:
Der einzige Weg für uns, ja, wenn es möglich ist, unheimlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten und was jemand vom Homer gesagt, dass derjenige ihn bewundern lernet, der ihn wohl verstehen gelernet, gilt auch von den Kunstwerken der Alten, sonderlich der Griechen. Man muss mit ihnen wie mit einem mit seinem Freund bekannt geworden sein, um den Laokoon ebenso unheimlich als den Homer zu finden. Der erste Satz, der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unheimlich zu werden, ist eine fast wortwörtliche Übersetzung von einer Sentenz von La Bruyère, die Winckelmann in seine Exzerptheften aufgeschrieben hatte. Also die Originale zeige ich Ihnen später. Bei La Bruyère steht es, on ne saurait en écrivant rencontrer le parfait, s'il se peut surpasser les anciens que par leur imitation. Das ist der erste, das erste Kästchen oben. Der zweite Satz, und was jemand vom Homer gesagt, dass derjenige ihn bewundern lernet, der ihn wohl verstehen gelernet, ist ebenfalls eine Übersetzung von einem Exzerpt aus Popes Essai sur la Critique, den Winckelmann in französischer Übersetzung gelesen hatte. Und zwar in poetischer Form, in Versform, ein schöner, sagen wir mal, ausgewogener Alexandriner. Quand on sait bien l'entendre, on sait bien l'admirer, lui-même avec lui, il faut le comparer. Der letzte Satz ist eine Variation über ein Bild von Madame Dacier, das er ebenfalls exerpiert hatte. Also hier La Bruyère, also dieses Zitat aus La Bruyère und hier eben die beiden Alexandriner aus der Übersetzung von Pope. Um diesen Abschnitt zu verfassen, hat also Winckelmann Sentenzen von La Bruyère, Pope und Madame Dacier aus seinem Exzerptmagazin Stück für Stück zusammengeflickt. Ein Schreibprozess, der den Eindruck aphoristischer Gnomik beim Lesen seines Aufsatzes sicherlich zum Teil auch erklärt. Auch im überarbeiteten Zustand weist Winckelmanns Text noch Spuren von der ursprünglichen Collagearbeit an Exzerpten auf. Ich weiß nicht, ob ich noch 10 Minuten habe. Ja? Gut. Diese enge Verbindung zwischen Exzerptkultur und gnomischem Stil findet sich auch auf editorischer Ebene wieder. Exzerpierende Autoren lesen nicht nur die Werke, die sie exzerpieren, gerne anthologisch, sondern schreiben auch Texte, die sich für eine anthologische Lektüre besonders gut eignen. Nicht zufällig haben ihre Werke oft zu anthologischen Editionen Anlass gegeben, wie etwa Lichtenbergs sogenannte Aphorismen in Albert Leitzmanns Ausgabe von 1902. Das bezeugen auch die zahlreichen Christomathien, die auf der Grundlage von Jean-Pauls Werk hergestellt wurden. Hier zum Beispiel Jean-Pauls Geist oder Christomathie der vorzüglichsten und so weiter Stellen. Oder hier noch eben eine weitere Anthologie, Jean-Pauls Geist und kraftvollste Stellen. Man könnte sich sogar fragen, ob diese Art des anthologischen Zerpflückens, das heißt der unausführlichen, sprunghaften, zerstückelnden Lektüre von solchen Autoren für ihre eigenen Texte nicht von vornherein erwogen, ja sogar intendiert wurde. So schrieb zum Beispiel Montaigne, der ein großer Anhänger der exzerpierenden Lektüre war und des exzerpierenden Schreibens, ich wünsche mir jemanden, der mich zu rupfen weiß. Und so in den Essays von Montaigne findet man sehr viele Anspielungen auf diese Art und Weise des Lesens. Ich komme jetzt zu meinem letzten Teil, der aber ja kürzer ist. Nicht nur auf die stilistische oder gedankliche Gestaltung von Texten wirkt sich die Exzerpierkunst aus, sondern auch auf das Verständnis einiger grundlegender Begriffe der Literatur- und Kunsttheorie der frühen Neuzeit und der Moderne, wie etwa die Begriffe der Nachahmung, der Originalität, der Erfindung und der Autorschaft. Bezeichnend für das 18. Jahrhundert ist, dass das spezifische Verhältnis von Nachahmung und Originalität, Kopie und Erfindung, die die Ars Excerpendi voraussetzt, einer immer schärferen Kritik unterzogen wird. Immer wieder wird
die Befürchtung formuliert, dass das Exerpieren zur fruchtlosen Imitation oder sogar zum Plagiat ermutige. Der Autonomie und der Originalität des Denkens schade. Zwar sind diese Vorbehalte nicht neu. Erasmus von Rotterdam, der sich selbst dieser Kunst des Exerpierens geschickt bediente, liebte es, ihre zu befließenden Anhänger als bloße Kopisten zu verhöhnen. Im Frankreich des 7. Jahrhunderts wurden mit der wachsenden Trennung von honnête homme und érudit, Eleganz und Pedanterie, die Vorbehalte gegen die Exerpierkunst immer lauter. 1673 gibt zwar Charles Sorel genaue Anweisungen zur Erstellung von Exerptheften in seinem Werk De la connaissance des bons livres, warnt aber vor den Pedanten und Sophisten, die große Ladungen von loci communes aufnehmen, um über ein Magazin von schönen Worten zu verfügen, mit denen sie überall prahlen. Im 18. Jahrhundert wird diese Frage mit neuer Schärfe erörtert. Im Zeitalter der Aufklärung hat die Erstellung von Exerptheften einen schlechten Ruf. Und dies wiederum besonders in Frankreich, wo sie nicht selten als genuin deutsch dargestellt wird. Das Motiv findet man bereits bei Montaigne, den ich ja schon zitiert habe, und der sich darin gefiel, sich über das Zusammenflicken von Exerpten und Allegata lustig zu machen, mit denen die deutschen Gelehrten gerne versuchen, ihre Schriften voll zu stopfen, wie er schreibt. Es bedarf nur der Einleitungsepistel eines Deutschen, um mich mit Allegata voll zu stopfen, und damit machen wir uns auf die Suche nach einem gefälligen Ruhm, der es uns erlaubt, die unkluge Welt zu betrügen. Dabei verliert Montaigne natürlich kein Wort darüber, dass er selbst ein eifriger Exerpierer war. 1751 noch tadelt Diderot jene deutschen Kompilationen ohne Sinn und Formgefühl, gespickt mit Hebräisch, Arabisch, Griechisch und Latein, jene Wälzer, die schon sehr dick sind, noch dicker werden, deren Umfang unaufhörlich wachsen wird und die darum noch schlechter sind. Wenn die Kritik an der Exerpierpraxis in Frankreich des 18. Jahrhunderts weit verbreitet ist, so ist sie allerdings in der gleichen Zeit auch im deutschen Raum durchaus präsent, und zwar sehr präsent. Seit dem 17. Jahrhundert fordern selbst die Autoren von Anleitungen zur Kunst des Exerpierens dazu auf, den exerpierten Text bei persönlicher Benutzung nicht einfach zu kopieren, das persönliche Urteilsvermögen zu schärfen und Plagiate zu vermeiden, eine Vielzahl von Mahnungen, die unter dem Vorzeichen der Aufklärung immer mehr zur Tagesordnung werden. Einer der unbarmherzigsten Gegner der Ars Exerpendi in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war der schon erwähnte Friedrich Andreas Halbauer, den ich jetzt schon zitiert habe, der insgesamt 16 Klagepunkte gegen die oratorischen Excerpta und Collectanea aufführte, die ich jetzt der Kürze halber natürlich nicht lese. Noch am Ende des 18. Jahrhunderts macht sich Lichtenberg gerne über diejenigen lustig, die sich im Geiste mit Newton, Gibbon, Priestley und Franklin wegsetzen, weil sie Collectanea zu machen und andere Leute Wein auf Bouteillen zu ziehen gelernt haben. Das ist ein Zitat Lichtenbergs. Über einen belesenen Gelehrten, dessen Namen er nicht verrät, vermerkt er höhnisch, er exerpierte beständig und alles, was er las, ging aus einem Buche neben dem Kopfe vorbei in ein anderes. Interessant ist diese Kritik der Exerpierkunst auch deshalb, weil sie oft von jenen Autoren vorgenommen wurde, die sich selbst dem Exerpieren intensiv widmeten und dabei in ihren Werken stets darauf bedacht waren, ihre Originalität herauszustellen, wie etwa eben Montaigne, den ich ja schon erwähnt habe, Winckelmann, Lichtenberg oder Jean-Paul. In seinem Essay schreibt schon Montaigne, hier, also direkt auf Deutsch,
Ich blättere die Bücher durch, studiere sie aber nicht aus. Was mir davon bleibt, erkenne ich nicht mehr als fremdes Eigentum. Es ist nur das, wovon mein Verstand profitiert hat, die Reden und Vorstellungen, die er sich eingeprägt hat, der Autor, der Ort, die Worte und all die anderen Umstände vergesse ich sofort. Wer erfahren möchte, woher die hier angehäuften Verse und Beispiele stammen, würde mich in Schwierigkeit bringen. Groß ist natürlich die Versuchung, diese Verbindung von Nachahmung in der exerpierenden Praxis einerseits und Originalitätsbekundung in den eigenen Schriften andererseits als List oder Verhehlungsstrategie von Schriftstellern zu interpretieren, die aus Originalsucht, würde Herder sagen, ihre Entlehnungen zu verbergen suchen. Die auf den ersten Blick verwirrende Kombination von Abschreibetechnik und Originalitätsanspruch kann man aber auch als Bekenntnis zu der prinzipiellen Verwandtschaft dieser beiden Pole interpretieren. Gerade aus der Praxis des Exerpierens haben Autoren wie Winkelmann, Lichtenberg, Jean-Paul, Heinze und so weiter gelernt, dass Nachahmung und Erfindung, Kopie und Schöpfung für die schriftstellerische Produktion keine entgegengesetzten Pole sind, sondern im Grunde genommen einander ergänzende Praktiken. Nur aus Nachahmung kann eben Schöpfung entstehen, Schöpfung eben nur aus Kopie. Und hier vielleicht ganz kurz, also ein Beispiel dafür. Ich habe ja schon diesen ersten Satz von Winkelmanns Gedanken über die Nachahmung zitiert, den er ja eigentlich anscheinend von La Bruyère direkt hat, und zwar der einzige Weg für uns, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist Nachahmung der Alten. Es ist anscheinend wirklich eine wortwörtliche Übersetzung. Nun ist es so, dass die Schwierigkeit, diese Idee, dass man durch Nachahmung einfach das nachgeahmte Modell übertreffen kann, in den Satz von La Bruyère, für diejenigen unter Ihnen, die Französisch können, können Sie das, glaube ich, ganz gut lesen, dass diese Schwierigkeit, also dieser Widerspruch in dem Satz von La Bruyère so gut wie, nicht präsent ist oder vertuscht worden ist, in Winkelmanns Übersetzung, gerade durch die Übersetzung mit zwei Wörtern, die wirklich aufeinander prallen, und zwar unnachahmlich auf der einen Seite und Nachahmung auf der anderen Seite, also dieser inhärente Widerspruch in der Übersetzung Winkelmanns viel präsenter ist. Und dieser Widerspruch ist auch der Grund, weshalb sich Winkelmann dann in seinem zweiten größeren Werk, und zwar in der Geschichte der Kunst des Altertums, sich von diesem Nachahmungspostulat auch entfernen wird. Man kann eigentlich sagen, gerade dort, wo Winkelmann seiner Quelle am treuesten zu bleiben scheint, entfernt er sich eigentlich im Grunde bedeutsam von ihr. Dabei zeigt sich eine faszinierende Parallele zwischen der Schreibpraxis des Exerptors Winkelmanns und der Entwicklung seiner Kunsttheorie ab. Seine Reflexion über die Nachahmung in der bildenden Kunst scheint mit der praktizierten Exerpiertätigkeit verbunden zu sein. Man kann sogar die Hypothese aufstellen, dass jene geradezu aus dieser entwachsen ist. Erst weil Winkelmann jahrelang als Exerptor die mehrfachen Wege und Widersprüche des Kopierens gewissermaßen am eigenen Leib, also an eigener Hand sozusagen erlebt hat, kann er sich auch in der Theorie, eben von der Theorie der Nachahmung in der Bildenkunst entfernen. Bei Winkelmann dürfte das Exerpieren mithin seine schriftstellerische Tätigkeit nicht nur in ihren technischen Aspekten, sondern auch wirklich in ihren inhaltlichen Aspekten beeinflusst haben. Und zwar indem Winkelmann aus seiner Exerpiertätigkeit auch eine Überlegung, eine Reflexion über die Nachahmung überhaupt auch gezogen hat. Am Ende dieser Ausführungen, ich komme jetzt zum Schluss, bleibt die Frage offen, ob wir heutzutage in unseren Forschungspraktiken nicht zu sehr den Verruf unterstützen, den zahlreiche Autoren im 18. Jahrhundert dieser alten Lesemethode angedeihen ließen. Von der Forschung wurden diese Sammlungen von Leseaufzeichnungen,
die in den Nachlässen von Autoren des 18., des 17., des 16. natürlich, des 17. und des 8. Jahrhunderts wirklich sehr stark vertreten sind, sehr oft vernachlässigt. Sicherlich sind namhafte Arbeiten zu nennen, die einen aufschlussreichen Einblick in dieses Feld gewähren. Dazu gehört unter anderem Anne Blair, aber auch andere Forscher, wie Anthony Grafton zum Beispiel oder auch Ann Moss, die sich aber vor allem mit dem 16. und dem frühen 17. Jahrhundert beschäftigt haben. Für das 18. Jahrhundert können diese Forschungen nur auf einzelne Arbeiten zu Jean-Paul oder zu Winckelmann fußen. Für spätere Epochen sind sie nur am Anfang. Denn es gibt natürlich auch solche Nachlässe für das 19. Jahrhundert und auch später für das 20. Dieser Forschungsstand liegt zunächst, glaube ich, an der Überlieferungsgeschichte. Diese Exerptsammlungen der Moderne sind oft teilweise verloren. Das ist zum Beispiel der Fall bei Montesquieu oder bei Voltaire, beziehungsweise sind sie schwer zugänglich oder kaum inventarisiert. Diese schwierige Überlieferungslage ergibt sich zunächst unmittelbar aus der Kultur des Geheimnisses, welche solche Exerptsammlungen seit jeher umgibt. In der frühen Neuzeit haben Lesepädagogen, wie etwa eben Halbauer, den wir gesehen haben, oder auch frühere Drexel Moorhof, stets nachdrücklich empfohlen, solche Sammlungen vor neugierigen Blicken verschlossen zu halten, weil sie sozusagen das offene Herz der gelehrten Arbeit darstellten. Diese Überlieferungsgeschichte hängt nun aber, grundsätzlich ja noch, glaube ich, von einigen oft impliziten Voraussetzungen unseres modernen Literaturverständnisses ab. Welchen Dokumenten, in welcher Form und Bearbeitung der Weg in die Gegenwart gelingt, ist oft eben das abhängig von sich wandelnden Normen, Relevanzkriterien, Selektionsregeln, die das kulturelle Gedächtnis einer Gruppe oder einer ganzen Gesellschaft prägen. Mit anderen Worten, an der Art und Weise, wie man mit Exzerpten eines Schriftstellers umgeht, kann man eine Geschichte des Autor und des Verbbegriffs in der Moderne ablesen. So, ich bin jetzt am Ende meines langen Vortrags gekommen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus